Jo. Jo. Jo, so. Jetzt habe ich alles aufgejot. Jetzt muss ich noch das Blaue mit dem anderen Blauen verbinden. So schon mal nicht. Aber so. Verdammt. Wieso ist denn jetzt das Blau unterbrochen auf einmal? Ach so. Klar. Eins, zwei, drei. Passt. Mein Problem ist, ich muss jetzt kurz einen Weg finden. Das Rote aktiviert kriege mit einem weniger, oder? Da versteckt sich irgendwo noch so ein Verbinder, weil ich brauche den Blauen, ne? Den da brauche ich. Das kann ich denn das Podest da hinten irgendwie nutzen, das hier? Hilft mir das irgendwie weiter? Ich glaube nicht, oder? Da hinten ist noch ein Podest. Sekunde. Na gut. Ich sag mal so. Ich kann, das Podest zwar nutzen, aber das nächste nicht mehr. Weil danach gibt es ja keins mehr. Also ich kann natürlich... Ups. Ah ne, da. Ich kann natürlich versuchen, ob ich hier mit rüberkomme, was ich ja eigentlich müsste. Aber ich kriege ja das andere nicht auf. Also mit dem Laser komme ich damit schon drüber, ne? Hoffentlich, glaube ich. Weiß ich nicht. Komme ich damit drüber? Ja, klar. Natürlich. So. Jetzt habe ich aber nicht einen weniger genutzt. Jetzt habe ich nur einen Umweg gebaut. Der es mir nicht leichter macht, das Rätsel zu lösen. Im Gegenteil. Ich dachte, da wäre was, aber da war nichts. Ups. Komm schon. Zack. Jo. Aber ich kann... Haha. Ich bin so blöd. Blind und blöd bin ich. Einen Punkt, an dem ich alle erreiche. Bitte sag mir, dass es den gibt. Nein, es scheint ihn nicht zu geben. Kann ich denn rückwärts an diese Punkte kommen? Kann ich denn irgendwie
wir diesen Weg hier gehen. Ich meine, eigentlich. Ah, so. Weil den da drüben brauche ich ja nicht, ne? Den hier. Den brauche ich ja nicht. Nicht, wenn ich hier dran will. So. Und ehrlich gesagt, zack, zack, komme ich ja so ganz gut rum. Möchte ich doch mal meinen. Cool, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das geht, aber hey. Gut ist gut. Wofür waren nochmal diese roten gut? Das weiß ich nicht gar nicht mehr. Jetzt komme ich vorbei. Hallo. A simple principle. Ach man, formatieren und so, ne? Though Straton himself never used the term, his remarks about the inescapable materiality of life that, like the bronze giant Talos, even the most faithful philosopher cannot live without his blood, ultimately became known as the Talos Principle. What seemingly enraged many of his contemporaries and significant number of later thinkers is the principle's simplicity and unassailability, which, according to a fragment found in Miletus, cut through their rhetorical webs, which sought to tangle the listener with fanciful words and thoughts of the heavens, like Alexander sought through the Gordian knot. Diogenes Laertius makes mention of a dialogue by Anaximander of Chalcedon that expanded greatly on the Talos principle, but that work remains lost. Das ist sehr schade. Tut mir leid, wenn ich die Namen nicht immer richtig ausspreche oder wenn ich generell was nicht richtig ausspreche. Weil das sind auch neue Texte für mich. Ich habe die noch nie vorher gelesen. Officially began work on archive today. Contributors from every country on Earth, while network connections last. Team intimidated by project scope but working hard. Will be sharing space with Drennan and Serapy team. Look forward to meeting them. Okay. Kommentare, oder? Ja, tatsächlich. First. Seriously, that was the best you could say? LOL. A great snapshot of the human species at its best and its worst. At its worst, come on. It's just a comment, I'm not Stalin. Stalin was also a troll commenter. Maybe you should cut out the jokes. This is serious. The most serious thing that ever happened. I think that's a great reason to joke around. Internet's working less and less. Goodbye all. Bye. God bless you. Last. Typ, ey. Der Käsenmann. Der ist echt merkwürdig, der mit dem Käse. Ich hab hier leider nichts mehr gefunden, Spannendes, ne? Ah, hier ist was. Some of the messages that existed when I first came into being have vanished. Others have appeared. How many others like me have wandered these paths? How many thoughts have been lost? I'm still here. It seems we are all here at once, and not at all. Sorry, that's not very much help, is it? Can't think of any other way to put it. The sooner you accept that we will all be here forever, the sooner you will find enlightenment. Okay. Wenn ich jetzt zurückgehe zu dem Ding, was ich angesprayt habe, ist dann da eine Antwort?
Sollten wir vielleicht mal nachschauen gehen danach, wenn wir mit der Welt hier durch sind. Jo. So, zack. Komm schon. Ey, komm, so. Jawohl. Mann, bleib. Sollst du nicht hinstellen, du sollst. Jo. Super. Zack, zack. Ah, nee. Zack, zack, zack. So. Weil dann kann ich nämlich einen nehmen, glaube ich. Ich kann die ja auch als Würfel nutzen, oder? Kann ich nicht? Ich weiß es nicht mehr. Den mal hier hin. Ich hoffe, dass ich das hier machen kann. Wenn ich jetzt hier das wegnehme, bleibt es offen. Jawohl. Sehr gut. Jawohl. So muss das. Das Gefühl, dass ich, dass hier so viel ist und ich komme nirgendwo hin, nur hier, also dass ich halt wie so ein Noob hier durchlaufe und alle anderen hier so Flyhack-artig alles erkunden können und ich hier wie unten so rumgammel. Was sind das hier eigentlich schon wieder für ein komisches Ding hier in der Mitte? Also klar, du bist so ein Typ ohne Kopf, das habe ich auch schon gemerkt, aber ist hier sonst noch irgendwas? Drüben ist das ein Rätsel gewesen? Oder ist das wieder so ein Sternenbereich? Ah, da ist ein Computer. Wenn da ein Computer ist, dann... Ich muss darauf irgendwo wiederkommen können. Doch rüberzukommen, weil ich habe ja nichts zum rüberkommen. In der Mitte. Löcher in den Wänden. Ah. I see. Thank you. Ah, das ist ein Jammer. Das ist gerade, das war noch so ein Connector, aber es ist ein Jammer. Ein Würfel. Okay. Wie gesagt, okay. Ich habe nämlich... Ah, ich kann wahrscheinlich... elendig langen Weg hier rumlatschen. Und genau das machen. Latsch schneller auf. Sehr gut. Ich hab grad gedacht, was bist du denn für ein lustiger Raum, aber es war gar kein Raum. Na dann. Jo. Würfel, komm mit, du bist nett. Ich brauch dich. Verdammt. Sonst habe ich hier keinen Verteiler, oder? What the fuck? Wie soll denn das gehen?
Wie soll ich das Ding dann powern können? Ich muss irgendwie hier rankommen. Aua.